Darf ich? Super. Hallo, herzlich willkommen. Ich will ein paar Worte verlieren über ein kleines neues Projekt, was es gibt. Und zwar den OpenStreetMap-Kalender. Viele, die schon in OpenStreetMap irgendwie aktiv sind oder mal irgendwie zu einem Event wollten oder sowas, die kennen irgendwie das, dass man da irgendwie auf irgendwie so eine komische Wiki-Seite gehen muss und dann gibt es da irgendwie eine Liste von Events und man sieht nicht so ganz genau, wie und was. Und man kann nicht so genau filtern, was gibt es denn überhaupt bei mir in der Nähe oder eigentlich interessiert mich so ein Stammtisch gar nicht, so ich will eigentlich irgendwie zu so einem Hack-Event oder irgendwie zu einer Mapping-Party oder sowas in der Art. Und wir haben gedacht, naja, es ist eigentlich immer ziemlich fummelig, da irgendwie was anzulegen, vor allem für Leute, die jetzt irgendwie neue Events anlegen, das ist immer ziemlich aufwendig. Und wir haben gesagt, das geht irgendwie ein bisschen besser, dann haben wir uns OpenStreetMap-Kalender ausgedacht, erreichbar unter osmkal.org und da könnt ihr einfach Events finden, die so um euch herum stattfinden. Man kann halt sagen, hier so in der Nähe, ich hoffe, es gibt irgendwas in der Nähe, mindestens den OSM-Samstag. Ich glaube, dieser Browser hat keinen, nehmen wir mal einfach Deutschland und machen es so. Genau, dann sieht man halt Veranstaltungen, die in Deutschland stattfinden, zum Beispiel gerade die Foskes-Konferenz, verrückt, oder? Aber auch Stammtisch oder verschiedene andere Dinge. Es gibt dann zum Beispiel irgendwann demnächst in Köln, den veranstalte unter anderem ich, ein Kölner Hack-Event und dann kann man hier sagen, ich nehme teil und dann loggt man sich einmal kurz mit seinen OSM-Login-Daten ein und kann Bescheid sagen, dass man vorbeikommt. Man kann sich das auch automatisch zu seinem Kalender hinzufügen, das heißt, man vergisst nicht, dass es das Event gibt, man wird vielleicht nochmal von dem eigenen Kalender erinnert. Oder man kann auch sogar Events in der eigenen Gegend abonnieren und dann bekommt man hier entweder ein iCalendar-Feed oder ein RSS-Feed und kann damit teilnehmen. Für Veranstalter ist es auch ganz toll, da haben wir ein neues Feature eingebaut. Dafür müsste ich mich einloggen, deshalb zeige ich es jetzt einfach mal nicht, aber ihr müsst es mir glauben. Und zwar, wenn man eine neue Veranstaltung anlegt und man möchte zum Beispiel wissen, ja, wann kommen die Teilnehmer oder was für eine Art von Pizza möchten die essen oder sowas, dann kann man schon so ein kleines Anmeldeformular sich zusammenbauen und sagen, hier, beantwortet mal bitte die folgende Frage. Dann können das die Teilnehmer bei der Anmeldung tun und man weiß dann sofort Bescheid, wer kommt und was er gerne zu essen hätte oder sowas in der Art. Wenn ihr irgendwelche Events veranstaltet, tragt die bitte gerne bei OSM-Call ein. Es muss jetzt nicht ein hundertprozentiges OSM-Ereignis sein. Wir nehmen auch gerne Dinge, die eher so aus dem GIS-Bereich sind oder eher irgendwie im Open-Data-Segment unterwegs sind oder eher irgendwie Civic Tech oder sowas. Tragt es gerne ein. Ihr braucht nur ein OSM-Login, ihr braucht keinen extra Account dafür. Abonniert Events bei euch in der Gegend, damit ihr seht, was die OSM-Community oder andere Communities für tolle Veranstaltungen so haben. Und wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Das Ganze ist Open Source, das heißt, ihr könnt einfach hier unten auf Documentation klicken. Es gibt auch eine API, also falls ihr irgendwas Tolles in eurer App damit machen wollt, könnt ihr es auch benutzen. Ansonsten ist der Code halt komplett auf GitHub und ihr könnt dort Issues aufmachen und schauen, was gerade so in der Entwicklung passiert und könnt auch sagen, wenn ihr irgendein ganz wichtiges Feature wollt oder irgendwie einen Bug findet oder sowas in der Art. Genau. Ich freue mich darauf, dass ihr OSM-Call nutzt und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mhm.